gesagt haben. Huckle. Hi. Hallo, ihr wunderschönen, hübschen Menschen und wunderschönen guten Hallo. Tag. Assalamu alaikum und merhaba. Tag zusammen. Was geht? Eule. Wo ist das Eule? Eule. Ja. Huckle. Gute Lied, ja, gute Lied. Mashallah, gute Lied. Schön geht in mein Ohr rein. Frohe Ostern. Geile, dicke Ostereier. Wer schreibt mir? Also, mir ist kalt und es regnet und es schneit und es hagelt und es windig und die Sonne scheint. Das ist genau mein Wetter. Ich mag das. Hi, wie geht's euch? Schlafmütze, aber hör mir auf, Alter. Hör mir auf. Hör mir auf. Ich bin gestern um, ich glaube, 10:30 wach geworden. Guckst auf mein Handy, denkst du, oh, bestimmt morgens. Ich guck so und denk mir, okay. Bye, have a great time. Danke, Eunix, D.A.D. ich dir auch. Ach so. Assalamu alaikum, Habibi, was geht, Tamalini? Hi. Und dann bin ich um. Ich glaube, 2 oder so wieder eingeschlafen. Bin 5 wach geworden. Ach, gar nicht. Durchgemacht bis 9. Bin gar nicht mehr eingeschlafen. Bin 9 oder heute Morgen 10 eingepennt. Bis 5:30. Fühlt sich nicht gut an, sag ich euch. Also Entschuldigung wegen gestern. Ich war im Land der Träume. Hallo, Serenia. Vielleicht brauchst du mal eine Haschrauschgift-Zigarette fürs Einpennen. Daran habe ich vorhin auch gedacht. Ich, zum Arzt, Zolpi, nein, ich will keine Tabletten, ich krieg da so hin. Ich hab das schon ewig und 3 Tage in meinem Leben statt Mund. Das ist einfach die innere Uhr. Das war einfach nach dem Stream noch Guild Wars oder noch Dart oder ganz lange Netflix-Dokus geguckt. Und dann geht die innere Uhr kaputt. Ist ja nicht so, als hätte mir gestern schon gewartet. Eigentlich twitter ich immer. Wenn ich gar nichts twitter, ist auf jeden Fall irgendwas passiert oder ich penne. Sorry, muss dich nicht entschuldigen, Buddy, doch, doch. Die Leute warten ja. Ich habe ja auch eine Verantwortung, ne? Und wenn ich so bin, bin ich verantwortungslos. Ich meine, es gibt auch ganz viele andere tolle Streamer, so, wo man dann ausweichen kann, wo man auch belustigt wird. Trotzdem. Niemand verlangt, dass du jeden Tag on bist. Doch, ich. Ich habe so einen gewissen Standard, den ich halten möchte. Eine gewisse Aktivität, die ich bringen möchte. Ich meine, immerhin supportet ihr mich ja. Ihr macht das ja möglich, dass ich davon leben kann, Miete zahlen kann, alles zahlen kann. Dass ich mit meinem Hobby Geld verdiene. Da muss man schon abliefern. Beim Pinsel war es definitiv lustig gestern. Ja, der hat mir geschrieben, bei Discord, das ist schon wieder passiert, der war Geisel und so ein Quatsch. Aber ich habe gesagt, machen wir alles im RP, Bruder. Pinsel ist ja neu, Kürt ist ja Satz, weil du ja immer Deutschen tust, machst du auch. Ist nicht schlimm, guckt euch beim Pinsel, guckt euch überall. Ist nicht schlimm. Meine 11 Monate alte Katze ist gestern gestorben. Wie würdest du bzw. sie damit umgehen? Ich fühle mich gerade so verloren. Trauern. Und die Trauer nicht unterdrücken. Ändern kannst du an der Situation eh nichts, egal wie sehr du versuchst. Trauern und an die guten Zeiten denken. Nur nicht unterdrücken. Aber so ist das Leben, Gamer Keks. Aber deine Katze hatte bestimmt ein super tolles Leben. Hör zu jammern, wir ermöglichen dir das auch, wenn du weiter einen Tag in der Woche streamst. Ja, Feder hatten wahrscheinlich, aber dann würde ich mich schlecht fühlen, dann würde ich mich fühlen wie ein Idiot, der quasi keine Arbeit irgendwo reinsteckt und dafür Support bekommt. Bis da, ich denke mal so, okay, welchen Stream würdest du gucken und das würdest du vielleicht supporten und das würde ich dann wieder nicht supporten, weil das wäre mir zu wenig. Ich mach das schon. Macht man das auch bei der Ex an die guten alten Zeiten denken? Ja klar, an die Erfahrung, ne? Was hat meine Ex-Freundin damals gesagt? Was war das nochmal? Das war wieder so ein Tumblr, so ein Tinder-Spruch, ach nicht Tinder, Facebook-Spruch. Niemals ein Fehler, nur eine Lektion oder so. Wie geht's denn so? Mir geht's gut. Ich habe viel geschlafen und bin topfit.
Ich muss nur früh einschlafen. Ich muss den Rhythmus jetzt beibehalten. Ach, Schätzlein, deine treue Fanbase würde doch auch supporten, wenn du dreimal die Woche live bist. Mach dir nicht so einen Stress. Stress bricht dir das Genick in deinem Beruf. Ich mach mir keinen Stress. Ich meine, ich hab einfach mal ein Jahr gedodged, ne? Ich will ja auch Dings. Was gab's zu Ostern bei dir? Boah, meine Schwester hat mir so Süßigkeitenpackung fertig gemacht. Nix Großes, keine großen Geschenke. Die Nachbarn haben auch so Kekse und so gemacht. Bin ja auch schon ein old dirty bastard. Ich krieg nichts mehr geschenkt. Kennst du, wie machst du das mit Copyright-Musik? Ich zieh von Epidemic Soul, aber da gibt es echt wenig Gutes. Tomek, du musst einfach die Spur vom VOD, quasi den Sound, den das VOD aufnimmt, musst du einfach stumm schalten, während du das anhast. Muss man trotzdem aufpassen. Aber ich mache es, weil ich brauch die Musik einfach. Ich kann dir nicht sagen, ob das legit ist oder nicht. Ehrlich nicht. Lass mich mal kurz Skyronix, Dankeschön für den Resub im 5. Monat. Stufe 3 Resub. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du bist hier, Bruder, und liest das und hörst das. Dankeschön. Und Wambo, danke für den Resub im 7. Und Comex, danke für den Prime im 3. Und Amotelis, Dankeschön für den Resub im 6. Bruder, dein Nickname hört sich an wie so eine ganz schmuddelige Seite, wo man diverses Spielzeug bestellen kann. Für den Spielteppich für zu Hause. Federdaten, danke für den Resub im 8. Und Flying Star, danke für den Resub im 13. Und Gary, dankeschön für den Gifted Sub an Göttli Girl. Das ist bestimmt deine Freundin, ne? Versteck dir ja hier. Hier sind nur Schimpansen unterwegs. Muss ja aufpassen. Und Victor, dankeschön. Victor, danke für den Resub im 6. Das eine Jahr war ein bisschen hart, aber schau doch, wie viele Damen von damals noch hier sind. Da hast du doch den Beweis. Aber ich habe einen Anspruch an mir, Kidboy. Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich will das für mich selber. Sonst fühle ich mich nicht schlecht, aber unproduktiv. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja auch selber Bock zu streamen und habe auch selber Bock, mich zu belustigen und das mit Peanut und so. Das ist großartig. Alles cool. Haben die Skins einen Nutzen gefunden in Guild Wars 2? Deldros, vielen lieben Dank nochmal. Die sind noch auf der Bank, weil Mila ist ja noch bei ihren Eltern. Noch nicht, weil es Kurzbogen, ne? Keiner von uns hat eine Klasse, die einen Kurzbogen spielt. Also zumindest nicht mit dem Spec, mit dem wir unterwegs sind. War das nicht sogar mehr als ein Jahr? Das war genau ein Jahr. Eine Freundin, gerne doch. Dankeschön. Ja. Bin immer das. Dankeschön. Alle Anno für sich. Hau rein, Kidboy. Haben du und Knister jetzt mal geschnackt? Der wollte doch was. Nein, haben wir immer noch nicht. Ich komme nicht dazu. Ich komme nicht mal dazu, mich auf den Teamspeak zu setzen, mit dem Pinsel und mit dem mal zu reden. Weil der irgendwas fragen wollte und so. Ich komme nicht zu. Wenn ich mal irgendwie Zeit habe, so, dann nutze ich die für mich selber, indem ich irgendwo versinke in Guild Wars oder so ein Shit. So. Wisst ihr? Um einfach mal nicht an RP und alles zu denken. Oder mach anderes Zeug, so für mich. Schon einer die Codes eingelöst, die ich im Discord gepostet habe? Welche Codes? Das mit dem Frisurkit? Übrigens, wenn ihr im Discord Nachrichten bekommt, von wegen ja hier und da, Gewinnspiel, bla bla bla, das sind Bots, ne? Das habe ich auch gepostet. Stellt bei Discord einfach ein, dadurch keiner schreiben kann, mit dem ihr nicht befreundet seid. Da sind übertrieben viele Bots unterwegs im Discord. Ich glaube aber, der Max hat gefixt mittlerweile. Hallo, Lady Freak. It's Käffchen. Vielen lieben Dank für den Zap und herzlich willkommen in der Hut. Ja, nicht nur Haircut, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass momentan so ein Giveaway ist von den Haircuts, Teddy. Jonas, gut, ich hoffe dir auch. Hallo, Bomfer. Grüße und danke für den Schokoriegel letztens. Ich dachte, ja, das gibt's nicht mehr. Ich habe mir so gedacht, hä, wie die, ja, die so die... Die machen noch alle hier große RP-Pause und so. Da zocken jemand anderes. Ich hab gedacht, senden die mal rein, weil ich kein GW2 zocke. Ich habe letztens doch auch so eine Seite reingeschickt, wo man sich die Dinger holen kann. Diese Haircuts.
Und hab dazu noch geschrieben, wer die nicht braucht oder so, kann mir die per PN schicken. Haben sogar ein paar gemacht. Bleib auf dem Server, splitten sich doch eher auf verschiedene Gruppen. Aber es ist, was ich cool finde zu beobachten jetzt so auf Unity, also außerhalb von dieser Peanut-Bubble, so wenn man mal hier und da durchskippt, wenn man seine 10 Minuten Zeit dafür hat, kaum hauen die Leute ab, die da vorher quasi so ein bisschen den Besen in der Hand hatten, schon kommen alle aus ihren Löchern raus, so dumm das jetzt auch klingt, und übernehmen. Da gibt's sogar, also hat der Max mir erzählt, da gibt's sogar welche, die stellen sich schon im Park und sagen, jo, der Park gehört uns. Obwohl keiner von den Jungs, nicht mal von den Yardis oder so, im RP kommuniziert hat, jo, wir reisen aus, weil die nicht ausgereist sind. Die spielen weiterhin auf Unity. Der Max ist fast jeden Abend auf Unity unterwegs, um die Hotelsachen und alles zu klären und das am Leben zu halten. Und mit Cody die Geschichte und so. Es ist sehr lustig so, wenn man OOC mitbekommt, ja, da ist eine Gruppe, so, die macht gerade Pause oder zockt irgendwann anderes und dies und das und ja, die sind ausgereist und jetzt sind wir hier die krassen Motherfucker. Ja, hieß doch bei uns auch schon, wir sind alle weg. Erstmal alle Autos wieder hingestellt. Ja, das ist, weiß ich nicht. Und die, solche Leute wundern sich dann, wenn die Leute wieder einloggen und da mitkriegen im RP und da hingehen und die wegscheppern, Alter. Dann heißt es wieder, ja, die kommen nur online zum Brittern. Man hat es auch beim Willi gesehen, dass im Park noch Autos stehen. Ja, da stehen noch Autos. Ich weiß es ja auch selber, ne? Ich weiß es aber, Max, weil die Jungs mir das halt erzählen. Schoko ist auch noch unterwegs vom Park. Die haben halt außerhalb vom Park noch anderes MP am Laufen, was sie gerne bespielen. Ich bin ja auch noch da. Mila ist ja auch noch da. Und Lucky ist ja auch noch da. So, ich könnte straight auf Curtis loggen. Ganz komisch. Scheiß Crime-RP. Egal. Solche Leute direkt wegbannen, ohne Witz. Du kriegst halt aber nicht raus, wer damit angefangen hat, da zu erzählen. Gutes Meta oder die Kacke, dieses Stadtparkbeflüster, kriegst du niemals raus, wer damit angefangen hat. Brauchst du gar nicht erst versuchen. Ich komme mit dem Hausmeister, dann ist da Ruhe. Hallo Peter Klause. Stancy, vielen lieben Dank für den Gift, der Jägermeister. Und Mordam Fail, Dankeschön für den Prime am 28. Wer ist denn alles da? Guten Hallo übrigens. Ich hoffe, dass die Yardis noch, also dass das noch alles aktiv bleibt. Ich bin wirklich ernst. Also meine ich wirklich ernst. Der Ranjit von Bomb wurde auch geblattoutet, habe ich mitbekommen. Alles komisch. So, warte mal. Nicht so schnell. Oh mein Gott, Alter. So, oben, hallo, Mr. Disgusting, No Name, Jägermeister, Schlappi, Michael, Soap, Matty, Amur, Tigelis, Raupi, Rosalie, Gary, Bomfer, Tiger, Schnacken, oh mein Gott, Johnny, Dieter, Schattenwolf, Carlo, der Hesche, Fauli, hallo, Dice, Thorpsen, Filippolino, Ultra, Spicy, Stenzi, Justin, Alina, Vixello, ein paar von uns sind ja noch da, mal schauen auf die nächste Tage, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass da geknattert wird. Ich will da zugucken. Kölsch, Hagi, Ali, hallo, Andi, hallo. Mr. Disgusting, der Micho, Mr. Game, Ass. Oder Ass, nein, nicht Ass. Bionic, hallo, 719, Ghost for 20, Virus, Mr. Pony, Cass ist da, Wova, Nübbele, na klar doch nur, Weezy ist da, Schattenwolf. On the Run for 20 mit blauem Namen, Otto von Kessel, Serenia hat man, glaube ich, aber trotzdem hallo. Yoki, Chimpinator, Fabian Lars. Karim, MK, All United FM, Mike, MV Late, Diamond Blue, Ampin und Tasi. Chimpy, Dankeschön für den Resub im 6 mit Prime. Und hallo Kingbrot, guten Abend. Ich mach Dings, Duftkerz, ich komme eh schon zu spät wieder ein bisschen. Dann gehen wir schnell in die Pommes, ich hab richtig Bock, Alter. Und Twinkie ist auch da. Und OG Flex. Wurstwachverkauf ist not a crime. Ich glaube, ich weiß, was du meinst mit Wurstwachverkauf. Devil Hong Carlo und Langhair Joe. Bisschen, ja. Oh Gott, oh mein Gott, ich hab schon. Stimmt. 18.000 fehlen noch. Ich schaff das irgendwie.
Ich schaff dann irgendwie, bis Twinkie wieder da ist. 18.000 fehlen noch. Aber eins mache ich nicht mehr. Ich gehe nicht mehr auf dem Erdbeerfeld. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Diamond Blue, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ich bin erst morgen wieder zu Hause. Verkaufen wir Speckfalte. Zement heute? Ne, Öl. Wir gehen Öl hauen. Mit Spitzhacke. Wieso Erdbeerfeld ist toll, da hat man so viel RP. Hör mal auf, Alter. Das war eine Erfahrung, die ich nicht nochmal machen möchte. Boah, guter Beat. War klar, schon wieder G-Unit. 50 Pfennig wieder, Alter. Ist nicht sinnlos auf dem Feld, wenn du da hingehst und den ganzen Pounder voll klatscht, dann hast du schon am Ende viel Geld. Ich habe mal in einem Gewächshaus bei meinen Eltern geschaut, bekomme noch nicht so viel Erdbeeren auf seiner Stelle. Find's lustig, wenn du keine Erdbeeren mehr sammeln kannst und alle Afghanen ihre Autos stellen und zum nächsten Feld fahren, um dann Netflix weiter zu gucken. Ich habe mich auch gewundert, ich wusste gar nicht, dass die Felder leer werden können. Auf einmal können wir nichts mehr farmen und der Typ stellt sich so zum Auto hin, Alter. Das war nicht lustig am Erdbeerfeld, das war einfach nur. Aber was willst du machen, wenn du auf den Server kommst und keinen Cash hast, ne? Okay, vielleicht mal mit dem arbeiten, was du bekommst. Und einfach mal den Struggle leben, anstatt Millionär zu sein. Ja, logisch, wenn die um 6 anfangen. Egal. Im Crime sieht das ja nicht anders aus mit dem Cannabisfeld und den ganzen Scheiße, da arbeiten die auch richtig rein. Und jetzt imagine, Alter, du bist den ganzen Tag und drehst Joints und so. Du bist quasi auf der illegalen Schiene und du sagst dir, oh, ich bin Ging, Alter. 9-5 im RP, ja, Mann. Und du bist krasser Gangster und so. Und da kommen irgendwelche Idioten, an die du jede Woche Geld abdrücken musst, damit du da überhaupt arbeiten darfst. Wie kann man sowas auf sich... Allein dieses Farmen für Gangs macht überhaupt gar keinen Sinn, Alter. Auf irgendwelchen Feldern. Ich glaube, ich war mit Curtis nicht einmal arbeiten. Und die Jungs, glaube ich, nur ganz am Anfang einmal kurz. Hier, Jamar und so. Für 2-3 Tage. Du verbringst 9 Stunden jeden Tag auf dem Feld und machst irgendwelche Joints. Ja doch, du Erdbeerfeld jetzt. Mit Peanut. Hallo Da Vinci. Wo war ich arbeiten mit Curtis, Oma? Ich war nicht auf dem Feld mit Curtis, oder? Ja, das war auf Alternate, das war aber was anderes. Ich meine auf Unity. Auf Alternate hat es ja auch sogar noch den Meisterberuf und so ein Shit. Auf Alternate habe ich richtig durchgehustelt manchmal mit dem Cooper morgens. Aber AL war ja auch die Kräutermafia und so, das war richtig geil. Ich habe letztens gelesen, dass Soda Poppe mit GTA aufgehört hat, weil er einen Job hatte, den er zeitlich nicht hingekriegt hat. Quatsch. No Pixel ist doch kein Hardcore-Server, Mann, wo du... Ich glaube, da gehst du in-game arbeiten, wie du Bock hast. Als ob. Ah, stimmt, Lady Freak, genau. Ich war einmal kurz auf dem Weedfeld, um zu gucken, wie viel man rauskriegt pro Tasche. Du warst nicht einmal dabei, ein paar Joints machen. Doch, ich habe einmal welche gemacht, um zu gucken, wie viel man rauskriegt. Aber am Anfang nicht, ne? Das System mit dem Beruf finde ich nice, mit Aufsteigen. Das haben wir damals auf Alternate gemacht, damit halt keiner im RP sagen kann, yo, ich mach Öl. Sondern damit die Leute im RP sagen, yo, ich bin Meister der Raffinerie oder was weiß ich. Das war aber geil. Ich weiß noch, bei Alternate der erste Typ, das war der, wie hieß der von GTA Live? Ich glaube, war das Raúl González? Der erste, der Stufe 3 erreicht hatte und dann beim Verkaufen aus Versehen seinen Job gekündigt hat. Bei Bennys war es so arbeiten, ja, aber Bennys ist ein RP-Job. Das ist was anderes. RP-Jobs sowieso besser als alles andere. So wie Taxifahren oder Werkstatt. Wenn du dir da Mühe gibst, schön mit dem Soundboard bei der Werkstatt mit Lackieren und so, macht das Bock. Rauschvogel, danke für den Resub im 5. Merci. Am besten mit RP-Geld verdienen, ja. Finde ich auch. Mai-Schnapsroute, das war ganz wild damals. Da weiß ich nur, wie wir den Nordi
den Nordi überfallen haben. Ich weiß gar nicht, ob der noch streamt, Alter. Und der stand auf der Mauer zwischen ATM, also SafeZone, und dem Verkäufer. Wir haben den überfallen und der sagt zu uns, wenn ihr mich hier jetzt überfällt, dann gehe ich in die Suppenküche. Hallo Juri. Zuletzt auch mit William Pinsel-Taxi vergangen. Ja, das macht doch Bock. Herbert Nord, ja Mann, Alter, der Nordi, Alter. RPGs sind doch die coolsten. Du tust halt auch was für einen Server damit, ne? Heute wieder Erdbeer, fällt gar keinen Bock, ne, ne. Ich frag, ne, der Pinsel will mich ja ein bisschen anlernen. Ich lass mir vom Pinsel zeigen, wie der die Dings überfällt. Vielleicht finden wir ja Autos. Also wir gehen in die Pommes. Naja, Twinkie ist noch nicht da. Ich brauche eine Knarre, muss ich finden. Dann bin ich safe. Dann gibt der Hase Peter mir Kohle. Servus, Tweety. So, ich starte schon mal GTA. Naja, fällt es. Ist lustig so für eine Stunde, für einen Kick oder so, aber eieiei. Ich habe 70.000 Dollar Schulden. Ich habe wieder Glücksspiel gemacht. Ich verkaufe dir eine, geht so, ja, die hat die Klappe, mal, wenn ich umloggen würde, Alter, hätte ich was, 10 Millionen oder so. Hallo, der Chrisse. Der Struggle ist aber geil. So, wenn du gar keinen Cash hast, ich habe mit Peanut geguckt, 1.100 Dollar hatte ich nur noch. Lüge, hab alles rausgegeben, mach halt die Klappe, Gefühl. Ich habe übrigens wieder Redox installiert, Alter. Und was habe ich noch? Und LA Roads habe ich wieder reingemacht. Mal gucken, wie das lübt. Haschisch! So, du hältst die Klappe. Und VOD hat Sound. Hallo, VOD-Gucker. Geht jetzt los. Echt schade, dass Twinkie heute nicht kommt. Immer mit der Ruhe, Bruder. Hallo, Goldie.